Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bowser's Fury. Im letzten Part haben wir uns vor allem hier im Ödland einige weitere Insignien geholt und damit soll es jetzt noch weitergehen. Und zwar mit diesem lustigen Ort hier, mit dem Katzenberg oder so. Da wollen wir jetzt auch mal hingehen und gucken, was da noch alles für Missionen auf uns warten. So, schön hinfahren. Perfekt. Hier zum Berg Feuerfauch. Hinfort Katzenbullprinz. So, hier sind auch gleich mal die Wutblöcke. Aber ein bisschen umgeben von dem, ja, hervorragend, von dem ekligen Schleim. Ich nehme mal kurz, ja, ich nehme mal wieder einen Pilz, das passt schon, genau. Ich werde vielleicht eh hier einfach ein anderes Power-Up noch finden. Oh, da ist noch eine Katzenmünze. Wo ist hier? Ja, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Und da kann ich aber noch kurz malen, oder Bowser Jr. kann malen. Mir vielleicht ein besseres Power-Up geben. Ja, okay. Pomerang nehme ich mir kurz mit. Okay, dann mal gucken. Zack, yay, eine Münze. Ich muss dann auf jeden Fall gleich eben auf der anderen Seite dran denken. Da komm, stirb. Weil ich hab doch geworfen. Alter, bin ich schlecht. Genau, hier nämlich. Ah, ein Stern, okay. Ja, aber ich muss mir jetzt leider die Katzenmünze holen. Deswegen, der Stern bringt mir jetzt eher weniger. Ich frag mich aber, ob ich die Lava da jetzt hätte berühren können. Wahrscheinlich nicht, weil ein Stern hält einen eigentlich nicht davon ab, in Lava Schaden zu nehmen. Aber die sieht irgendwie voll so aus, als könnte man da so hoch springen. Wenn man eben einen Stern hätte oder irgendwas, wo man komplett unverwundbar ist. Weil die sehen so treppenartig aus irgendwie. Als könnte man da hoch. Hm, keine Ahnung. Naja, egal. Erste Katzenmünze haben wir auf jeden Fall mal. So, zack. Wunderschön, die neue Technik. Und dann gehen wir gleich weiter nach oben. Aber das scheint schon ziemlich schwierig zu sein, hier nach oben zu kommen. Das ist ja auch eine von den letzten Inseln, die man erkunden wird. Und deswegen habe ich das auch nicht anders erwartet, dass es hier ein bisschen schwieriger werden würde. Münzen! Die mir voll viel bringen! Yay. Okay, ich lass mal. Wo ist der jetzt eigentlich hingesprungen? Der Feuerbruder? Der Katzenfeuerbruder? Keine Ahnung. Egal. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ja, ja, eigentlich wäre eine Katze oder ein Tanuki schon ganz schön, ne? Aber ich mach's mal, probier's mal noch weiterhin ohne. Wird schon. Hier ist keine Katzenmünze. Okay. Hätte sich eigentlich angeboten, finde ich. Aber dann halt nicht. Okay, hier ist aber die nächste. Gut. Nee. Nee. So. Oh Gott, weil der wäre fast in mich reingesprungen einfach, der Wahnsinnige. Aber hat funktioniert. Ist auch die dritte, gut. Ist ja noch keine verpasst. Bowser lässt sich auch noch ein bisschen Zeit mit dem Auftauchen, finde ich ganz gut. Das ist eine Abkürzungsröhre, oder? Die nehme ich mal kurz. Genau, perfekt. Okay, wunderbar. Jetzt können wir jederzeit wieder schnell da nach oben hin zurück. Und da unten habe ich schon gesehen, ist eine Glasröhre. Wie komme ich denn da hin? Weiß ich nicht. Oder ist es ein Ausgang? Aber ich meine, Ausgang macht ja noch weniger Sinn. Dann lande ich danach in der Lava einfach. Hm. Weiß ich nicht. Muss ich erstmal sein lassen. Ich merke mir aber mal, dass da unten auf jeden Fall was war. Gottes Willen. Da sind unsichtbare Münzen, aber die sind mir egal. Katzenmünzen würde ich mir dann haben. Okay. Ist aber schon ziemlich verwirrend hier. Aber ist auch ein cooles Areal. So, hier vielleicht. Aha. Es ist auch ein... Nein, es ist Nummer 5. Verdammt. Ach, Mann. Wie doof. Okay, muss ich da nochmal gucken. Ja, wahrscheinlich bei der Glasröhre halt irgendwie. Aber wie kommt man denn da überhaupt hin? Verstehe ich nicht. Hm. Ach, Mann. Scheiße, schlecht. Nee. Aber ist auch ziemlich eng hier. Okay, da hinten ist dann der Leuchtturm. Dann sind wir am Ziel. Also wir haben es gleich. So, Münzen sind mir egal. Passt schon. Aber jetzt kommt noch ein Bosskampf, oder? Wahrscheinlich gegen den Bulli-Prinz. Ja, das ist einfach nur, ja, das ist einfach nur der Typ da. Der ist ultra einfach, der Bosskampf. So, muss ihn einfach nur da reinschieben. Ja, ultra einfach, ne? Ich hätte nichts sagen dürfen. Mit dem Pilz. Ich habe so viele Pilze jetzt verschwendet. Nein, Bowser Jr., du nervst mich hier, als dass du hilfst. Ah, jetzt kommt Bowser auch noch. Ultra einfach ist der übrigens, ne? Und ich habe hier voll die Probleme. So, zack. Okay. Am besten hier so machen. Nicht in ihn reinrennen und auch nicht rollen. Am besten immer in ihn reinspringen und ihn dann dauerhaft immer in eine Richtung bewegen. Hier so. Genau, und dann ist es super einfach. Ja. Zack. Okay, sehr gut. So, hier jetzt auch ein bisschen mehr von dem... Oh Gott. Ja, ich sammle aber gleich schnell ein. Von dem Schlamm weg. Weil die Wutblöcke sind ja, also das würde schon auch so gehen, wie es jetzt aktuell ist. Aber das ist schon ein bisschen nervig bei den Wutblöcken,
da dann hinzukommen. Also ich hoffe, dass der Schlamm noch hier ein bisschen weggeht, jetzt auch mit dem Leuchtturm. Werden wir gleich sehen. So. Aha. Und da ist auch noch ein Hase, ein neuer. Und ein Kätzchen. Yippie. So, hat Angst gehabt, aber ich habe sie trotzdem gegriffen. Aber ich gehe erstmal nach oben, genau. Lass mir wieder eine Weisheit geben. Dieser Leuchtturm hat einen letzten Tipp für dich. Hast du dir schon die Rubrik Hilfe angesehen? Dort kannst du herausfinden, wie man Spezialaktionen ausführt, nützliche Informationen erhalten und die Grundlagen des Spiels erlernen. Das wird mir jetzt am Ende gesagt. Ja, danke. Das ist alles, was die Leuchttürme mit dir mitteilen wollten. Danke fürs Zuhören. Sie hoffen, dass sie dir helfen konnten. Ja, vielen Dank aber auch, ihr netten Leuchttürme, ihr Sprechenden. Sehr freundlich von euch. So. Kätzchen. So, komm her. So. Nein! Ja, das wollte ich jetzt nicht, sorry. Das war jetzt wirklich ein bisschen hart. Ich kann sie aber abwerfen. Mit ja, dann nimm halt die Katze. Ich kann sie aber abwerfen und dann ist sie kurz benommen. Aber ich lasse es jetzt. Das war jetzt schon brutal genug gerade. Erst verbrannt. Aber ich meine, ich habe sie ja versehentlich verbrannt und dann wollte ich sie ins Wasser werfen. Damit das Feuer weggeht, ne? Ich wollte sie ja retten. Nicht etwa töten. Auf keinen Fall. So, auf jeden Fall die vierte. Ich weiß auch nicht, wo die letzte ist. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich glaube, hier beim Glasröhren-Labyrinth habe ich... Ja, doch, da habe ich auch eine gefunden. Doch, da habe ich auch eine gefunden, ja. Weil das hätte mich ansonsten gewundert, wenn ich da keine gefunden hätte. Aber doch, da war auch eine. Also, passt schon. Aber ich weiß eben nicht, wo die letzte ist. Muss ich dann noch gucken. Aber okay. Jetzt ist aber gleich wieder was Neues aufgetaucht. Und zwar auf Berg Feuerfall. Okay, nochmal nach oben einfach. Aber es gibt eine Glasröhre. Kleine Abkürzung, okay. Und solche lustigen Blöcke, die die Schiene ändern können. Genau. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich zu dieser einen Glasröhre, wo ich die vierte Katzenmünze vermute, dass ich da erst jetzt hinkomme. Weil jetzt ist ja das Layout wieder ein bisschen anders, vor allem auch die Schiene. Und vielleicht komme ich da jetzt erst hin. Wäre aber trotzdem komisch, weil eigentlich konnte man bisher, glaube ich, wirklich immer alle Katzenmünzen gleich zu Beginn sich holen. Und die Reihenfolge würde dann auch nicht so richtig passen irgendwie. Oder ist sie einfach hier vielleicht? Nee, das kann ja auch nicht sein, weil die dritte habe ich ja jetzt dann danach erst gefunden. Ja, das da unten war ja die dritte, genau. Und die vierte muss jetzt schon danach dann irgendwann erst kommen. Ja, vielleicht hier drin? Nee. Ja, das wäre halt schon am logischsten, wenn das da unten einfach wäre. Weiß ich nicht. Wie kommt man denn da hin? Check das nicht. Vielleicht jetzt gleich, wenn ich den hier anstupse. Ja, geht's einfach hier weiter. Ich lasse mal immer noch. Ich denke, dass sie da unten irgendwie ist. Wie man da hinkommt, weiß ich nicht. Aber ich merke mir das mal noch weiterhin. Und irgendwann werde ich da schon eine Möglichkeit finden. Und wenn nicht, dann muss ich halt mal einfach wahnsinnig in die Lava reinspringen. Vielleicht ist da noch irgendwas Geheimes. Das kann sein, dass darunter einfach eine unsichtbare Wolkenplattform ist. Das könnte tatsächlich sein. Aber ich warte jetzt mal noch. Aber eventuell muss ich dann da noch wahnsinnig... Ah, oder jetzt einfach. Seht ihr mal. Okay. Aber das ist gleichzeitig auch schlecht, weil das heißt nicht, dass hier... Das hätte ich jetzt währenddessen anmalen müssen? Okay. Das heißt nicht, dass hier die letzte Katzenmünze ist. Wahrscheinlich zumindest. Weil wie gesagt, es würde ja von der Reihenfolge her wieder keinen Sinn ergeben. Wenn ich jetzt hier die vierte finden würde. Oh, eine goldene Röhre. Ich meine, Münzen, ne, sind mir egal. Ich mach's mal trotzdem schnell. So, just for fun. Yay, Münzen, toll. Ich meine, zugegeben, ich habe jetzt auch ein paar Power-Ups immer verloren in letzter Zeit. Ich habe immer noch sehr viele. Aber, ne, kann ich mir wieder ein paar Power-Ups holen. Warum ist recht. So, aber jetzt ganz nach oben. Auf den Berg Feuerfauch. Yay. Aber das ist eine coole Insel. Die mag ich. Sieht auch lustig aus. Ich frage mich jetzt, ob auf dem anderen Ohr auch noch irgendwas ist. Wir sind jetzt auf dem linken Ohr der Katze. Von da aus gesehen rechts. Da hinten ist da auch noch was. Vielleicht was Geheimes. Glaub, was ist da unten noch? Ah, da ist der letzte Tod. Hol ich mir auch gleich noch. Moment. Okay, Katzenblock ist hier. Na gut. Ja, den rette ich kurz. Bam! Yay! Ja? Ich dachte mir schon. Hat einfach nur gewunken. Ich meine, ihn zu retten ist ja eher zweitrangig. Ich will ja eigentlich das Insignia einfach nur haben. So, wunderbar. Jetzt haben wir alle gerettet. Da muss ich dann auch mal zu Toadette eben noch gucken. Ah, okay. Zu Toadette eben gucken, was dann da noch eventuell Neues aufgetaucht ist. Okay.
Gut. Ich gehe mal nochmal zurück. Ist sogar gleich die nächste Mission wieder da, oder? Ja, gegen die Zeit. Okay, machen wir auch noch schnell. Da oben, okay. Tollkühn gegen die Lava. Steigt die Lava jetzt hier? Im gesamten Gebiet? Ah ne, Tollkühn in die Lava heißt das. Aber ich meine, hier ist ja keine Lava. Oder? Irgendwie. Hä, warum heißt das im Ziegen so? Tollkühn in die Lava. Da kam überhaupt keine Lava vor. Haben das die deutschen Übersetzer wieder verkackt? Oder ist es in allen Sprachen so, dass da irgendwas mit Lava vorkommt? Keine Ahnung. Egal. Wir haben sie auf jeden Fall. Es auf jeden Fall. Das Insigne. Ja, wo aber jetzt... also ich könnte mir den Hasen noch schnell zwischendurch holen. Ich bin jetzt aber ein bisschen verwirrt, wo die letzte Münze ist. Muss ich gleich nochmal gucken. Und ich will dann natürlich auch gleich noch die Wutblöcke aufmachen. Mann, warum erwische ich eigentlich die Beschleunigungsdinger nie? Kann nicht wahr sein. Ich bin zwar ein bisschen schneller als er, aber er kann Kurven dafür schärfer nehmen als ich. Ja, jetzt geht er natürlich da entlang. Komm, komm, komm! Okay, gut, gut. Puh. Yay, fang den Hasen im Ödland. Gut. So, 91 haben wir schon. Also viele Insignien fehlen mittlerweile schon wirklich gar nicht mehr. So, er kommt bald wieder, genau. Kann ich dann gleich ausnutzen hier für die Wutblöcke. Und ich will am besten auch wieder zur Insel. Also zur geheimen Insel aber einmal hin. Und mir dort wieder eine weitere holen. Zwei fehlen dann noch von den 5, die es gab. Also da haben wir dann auch bald alle von denen. Ich warte gleich mal einfach hier. Er kommt ja gleich. Ich kann dann auch gleich gucken, wo die geheime Insel auftaucht. So. Warte mal kurz. Da ist sie. Wieder bei der Propellerfestung. Da war sie ja sogar schon mal. Vielleicht gibt es einfach 5 feste Orte, an denen sie auftaucht. Und an jedem Ort muss ich zumindest einmal ein Insigne finden. Das könnte sein. Aber ich lasse mir trotzdem erstmal das hier aufmachen. Und dann hoffe ich einfach, dass ich gleich schnell genug bin, um mir noch eins bei der Insel zu holen. Bei der Fliegenden. Mal schauen. Soll ich das wieder treffen? Ist mir egal. Dankeschön. Okay, jetzt schnell dahin. Und jetzt noch da hochkommen. Warte mal, ich muss aber jetzt... Wo sind die jetzt überhaupt genau? Ich sehe die halt nicht mal. Schon ein bisschen schlecht. Fuck, Mann. Komm, gib wieder her. Er hat hier nämlich wirklich nicht so viel Zeit, weil er recht schnell wieder verschwindet. Ich weiß halt nicht, ob die einfach nur hier oben ist. Oder ob die irgendwo anders ist. Die Katze ist hier sogar ein bisschen ein Nachteil, weil ich immer die Wand versehentlich berühre. Das will ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Er haut schon wieder ab. Nein, 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 nein. Oh Mann. Wie doof. Okay. Ja, ja. Warte, wo muss ich berühren? Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo die Insel ist. Und beim nächsten Mal werde ich es dann schaffen können. Aber man hat da schon echt relativ wenig Zeit nur. Aber gut, dann erstmal die hier holen. So. Yay. Wenn die wirklich immer an festen Orten auftaucht, an 5 festen Orten diese Insel, könnte ich sogar einfach da oben warten. Und damit sie direkt von meinen Augen auftauchen. Oder einen anderen Ort dürfte es ja auch noch geben, wo sie dann auftauchen kann, wenn das denn überhaupt so ist. Aber das könnte ich dann ein bisschen austricksen vielleicht. Mal schauen. So, jetzt muss ich aber erstmal noch hier die letzte Katzenmünze finden. Die letzte Katze muss ich übrigens auch noch entdecken, die ich dann der Mama-Katze bringen muss. Also ein bisschen was haben wir hier schon noch zu tun, auf jeden Fall. Vor allem jetzt halt noch ein paar Sachen, die ich suchen muss und die ich nicht finden kann bisher. Das könnte halt noch ein bisschen aufwendiger vielleicht werden. Aber das wird schon. Abkürzen. Das war knapp. Aber wir haben uns Zeit gespart. Passt also. So, jetzt nochmal gucken. Hier ist die dritte. Also jetzt gleich muss sie irgendwo kommen. Also da unten, das war jetzt der richtige Weg quasi. Deswegen da ist sie nichts. Aber das habe ich mich schon gewundert. Ist sie hier einfach drin? Da ist irgendwo... Ne, die Münze ist irgendwo. Okay. Hier einfach hochklettern. Ist da vielleicht irgendwas? Gehen wir noch weiter. Irgendwo hier in der Lava. Das sieht schon auch sehr auffällig aus. Vielleicht ist da wirklich noch irgendwo eine Wolkenplattform, eine unsichtbare. Und da komme ich dann noch zu einer Münze hin.
Da sind ja auch nur normale Münzen. Ja. Ja, fuck. Scheiße. Mann! Warum finde ich denn die jetzt nicht? Jetzt gleich kommt ja schon die fünfte. Hey, ich check's nicht. Ah, hier. Ja, verdammt. Okay. Okay, aber noch gefunden wenigstens. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass man mit der bis ganz ans Ende fahren muss. Ja, okay. Aber jetzt noch gefunden. Okay, gut. Und damit sind wir auch hier fertig. So, wo ist jetzt dann noch das letzte Kätzchen? Das ist wirklich auch noch ein Problem. Hm. Ich mache jetzt mal noch zuerst die... Hier sind ja noch ein paar Plessy-Missionen. Ich denke mal, dass sie mit Plessy zu tun haben. Hier ist sogar auch noch eine. Das mache ich mal noch schnell. Weil wenn ich die jetzt... Kann ich hier warten? Ja, okay. Das zählt. Weil vielleicht werde ich jetzt da einfach, wenn ich mit Plessy hier entlang rase, dann irgendwo zufällig... Ah, Stern ist da, okay. Dann irgendwo zufällig halt die letzte Katze entdecken. Das könnte sein. Hoffe ich zumindest. So. Da hinten irgendwo. Ich brauche auf jeden Fall Plessy. Ich kann aber auch nicht erkennen, was da hinten dann überhaupt ist. Warum da ein Insignia sein sollte. Ich bin doch richtig, oder? Ach, das bewegt sich. Ach, das ist die fliegende Insel, oder? Weil es gibt ja nochmal eine andere fliegende Insel, die ich in der Luft gesehen habe. Hier am Boden ist ja nichts. Ja, ich glaube, das ist es. Warte mal, ich bin noch ein bisschen weg. Da ist natürlich auch noch die Frage, wie ich dann da... Ach, scheiße, sorry, Plessy. Die Frage, wie ich dann da, genau da oben, wie ich dann da hinkomme. Das scheint, okay, von der Spitze des Berges aus scheint es zu gehen. Da muss ich da hoch, nochmal. Oh Gott. Und ein bisschen warten, bis die dann genau über dem einen Ohr ist. Oder in der Nähe von dem einen Ohr. Und dann komme ich da hoch. Okay, ja, die letzten paar Insignien sind schon nochmal ziemlich aufwendig. Muss man noch einiges dafür tun. Jetzt muss ich hier nochmal hochklettern. Das ist ein bisschen doof. Ich war ja gerade eben eigentlich schon oben. Und bin dann nochmal zurückgegangen. Das war ein Fehler. Aber konnte ich ja nicht wissen. Ja, das ist vielleicht zu tief. Ne, passt. Okay. Aber das will ich jetzt noch kurz machen. Aber ja, das wird auf jeden Fall nicht der letzte Part. Es wird noch einen weiteren dann... Also mindestens einen weiteren geben. Aber ich denke sogar auch nur noch einen weiteren. Wirklich. Ja. Weil ich will halt noch die letzten paar Insignien dann sammeln. Man muss anscheinend auch wirklich Bowser nochmal besiegen. Für die 100%. Und das passt dann noch in einem Part, glaube ich, ziemlich gut. So. Jetzt nochmal hier entlang. Und dann gleich wieder ganz an die Spitze hoch. Den muss ich nicht mehr aktivieren. Genau, das passt ja schon. Dann wieder hier rein. Ne? Okay. Und nach oben. Da kommt sogar wieder. Da ist sie. Jetzt halt nur die Frage. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich hier entlang fährt. Da oben sind auch noch überall schwebende Münzen. Oder soll man davon woanders aus hin? Weiß es nicht. Was ist da hinten eigentlich? Das hier. Ne, das ist... Keine Ahnung, egal. Moment, ich muss jetzt kurz gucken, wo die ist. Ja, die ist auch fast zu hoch sogar. Obwohl, nee, das geht glaube ich schon. Da ist, na, ich muss aber auf die andere... Nein, ich muss aber hier hoch. Und mir noch die Katze holen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Da war extra eine Brücke, an der man hochklettern kann. Ah, die wartet sogar. Bitte warte noch länger. Bitte warte noch. Bitte warte noch. Ne? Nein. Ja, das gibt's... Jetzt fährt die... Jetzt ist die mir davon gefahren. Ich war doch schon oben. Doof. Ja, stimmt, aber warte mal, wo ist denn... Ja, stimmt, das schaffe ich jetzt wieder nicht, weil ich jetzt so viel Zeit verschwendet habe. Richtig? Alter, jetzt in dem Part, jetzt am Ende geht aber noch alles schief. Am Anfang sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Slowdowns wieder sind am Start. Aber jetzt klappt irgendwie gar nichts mehr. Da kann ich mir jetzt zumindest noch da dann eine holen. Eines holen. Ja, egal. Ja, es ist nicht egal. Brauche ich den zwingend? Hä? Hilfe! Wo ist er jetzt? Okay, zumindest das haben wir noch.
Ah, das ärgert mich, aber das ist ja so dumm, dass ich jetzt diese andere fliegende Insel, dass ich jetzt da, dass sie mir davon gefahren ist und ich deswegen nicht mehr hochkommen konnte. Richtig blöd. Wenn die ein kleines bisschen länger gewartet hätte, bevor sie wieder losgefahren wäre, dann wäre alles gut gewesen. So, ich schneide es jetzt sogar mal kurz. Ich gehe nochmal, ich kletter nochmal kurz da hoch, warte, bis die Insel herkommt und dann werden wir uns die auch noch schnell holen. Moment. Tja, sad. Ich komme hier hoch und sie fährt gerade wieder weg. Geil, jetzt darf ich noch länger warten. Wahrscheinlich wird wieder Bowser zwischendurch kommen, mir das Leben schwer machen, mir die Katze wegnehmen und dann komme ich da doch wieder nicht hoch. Ich liebe es. Oh, das wird ein knappes Rennen zwischen der Insel und Bowser. Komm, beeil dich halt. Mach ein bisschen schneller. Okay, ich glaube, es dürfte passen. Krieg sie gerade so, wenn er dann kommt. So. Okay. Die Sache ist nur, ich will eigentlich noch ein bisschen mit der Insel mitfahren. Weil ich noch ein bisschen gucken will, wo mich die hinführt. Denn da kann ich hier noch ein paar Münzen mitnehmen. Und da ganz am Ende... es ist kein weiteres Insignium, weil hier ist keins mehr. Laut Karte. Aber ich glaube, es ist so eine geheime Katzenblocke wieder. Wahrscheinlich, weil von denen habe ich ja eh schon 5. Ich warte mal trotzdem noch kurz. Mich würde auch interessieren, ob mich Bowser hier überhaupt treffen kann von hier oben. Okay, er kann auf jeden Fall nach oben schießen mit seinem Laser, aber ich bin ja hier trotzdem von allen Seiten geschützt. Also kann da auch nicht so wirklich viel passieren eigentlich. Okay. Und ich glaube ja nicht, dass er an eine erhöhte Position hinspringen kann, nur am Boden immer kann er sein. Und deswegen, man ist hier schon. Also vor den Flammen, die runterfallen, bin ich nicht sicher, die könnten mich treffen. Ah, vor seinem Laserstrahl bin ich sicher. Okay. Soll ich mal noch kurz gucken, ich will es noch erkennen zumindest. Ne. Ne, ist sogar eine normale Katzenbocke da hinten. Ja. Okay, das ist ziemlich langweilig. Na gut, dann sammle ich jetzt mal ein. So. Yay. Gut. Lava-Panorama. Wie nervig. So, und tschüss. Genau, ich kann da jetzt sogar noch weiter mitreiten, stimmt. Aber ja, ist nur eine normale. Ziemlich langweilig. Man könnte aber dann hier eben schön nach unten springen. Hält sogar hier auch an? Ja, hält sogar hier auch an. Okay. Yay. So, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Bowser's Fury. Ein weiterer wird wahrscheinlich noch kommen. Ich denke auch nur einer, es sei denn, es gibt doch noch viel mehr Bonusmaterial. Aber ich glaube eigentlich, dass wir nur noch einen brauchen, um den Rest dann noch schaffen zu können. Hier, das mit den Kätzchen wird noch ein bisschen dauern. Hier fehlt noch eine, hier noch, hier noch. Und, ah ja, stimmt, und bei der Glücksinsel, bei der letzten auch noch, genau. Ich muss auch noch beim Toad-Suchtrupp vorbeigucken, was da jetzt passiert ist. Weil ich da jetzt auch alle gefunden habe von denen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun und ich muss den Boss nochmal machen. Aber ich denke trotzdem, dass wir das beim nächsten Mal dann alles schaffen sollten. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.